MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Community. Ich glaube, die Grafik hat er belassen. Ja, wunderbar. Dann brauchen wir ja schon gar nichts mehr einzustellen. So, herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play My Summer Car. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich hoffe einfach, dass wir das Ganze jetzt regelmäßig hinbekommen, dass endlich wieder geiler Content folgt. So. Entschuldigung. Die Tage werde ich euch noch den Safe-Game-Link auf jeden Fall in die Beschreibung reinpacken. So viel zu dem Thema. Anderes Thema, ihr wart sehr zwiegespalten, was wir nun machen sollen. Dann habe ich entschieden, kommt Leute, machen wir folgendermaßen. Wir kaufen das Beste vom Besten wieder mal und schauen dann einfach mal, was wir so machen. Und deshalb habe ich natürlich einen kleinen Geldbonus bekommen. So, das bedeutet, ich möchte ja wieder Rallye fahren. Das heißt, wir brauchen das, das. Oh, es gibt einen kleineren Spoiler. Ich glaube, der kleine Spoiler könnte besser aussehen als der große. Bin ich mir nicht sicher. Wir nehmen einfach mal alles. So, die Räder möchte ich gerne diese hier haben. Die sehen sehr geil aus. Das Rennlenkrad möchte ich haben. Die Tönungsfolie, von den Sachen definitiv überhaupt gar nichts. Das brauchen wir, das brauchen wir. Das brauchen wir nicht unbedingt. Die Sounddinger brauchen wir auch nicht. Verbraucht alles Energie. Racing brauchen wir alles. NOS brauchen wir, den Werkzeugkasten brauchen wir. Kühlung brauchen wir. Rennsitze, Rennlenkrad. Dann brauchen wir das andere hier gar nicht. Sehr gut. Und die Federung. So. Keine Ahnung, wie viel es kostet, aber wir kaufen es einfach, weil... Na, eigentlich weil wir es können, ne? So. Ich wollte nämlich gerade sagen, das verdammte Handschuhfach ist doch eigentlich dafür da, um Dinge da drin zu verpacken. So. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mal runter in die City. Bringen den Brief mal gemütlich weg und gucken da mal gemütlich, was der Tag so für uns bringt, letztendlich. Also wenn er frisch gebaut ist, braucht der Motor seine Zeit. Definitiv. Kann ich aber auch wiederum nachvollziehen. Da ist das wieder schön, mit My Summer Car unterwegs zu sein, Leute. Ohne Spaß. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich das vermisst habe, My Summer Car zu spielen. Ohne Spaß jetzt mal. Es macht einfach tierisch viel Laune, mit My Summer Car rumzufahren. Tierisch viel Laune, die Umgebung kennenzulernen, wieder neu. Und ja, gut, wir haben jetzt ein bisschen viel Geld, aber ich meine, wir hatten vorher auch nicht wenig Geld. Und wir müssen jetzt echt viel an diesem Auto basteln. Von daher denke ich doch mal, ist das gerechtfertigt, dass ich sage, komm, ich schließe mich der Mehrheit an und sage, wir holen uns das Geld schön legal per Modifikation. Wenn ihr wissen möchtet, wie das geht, wie man mit dieser Modifikation arbeitet, kann ich euch gerne auch ein Video hochladen und ja, ein kleines Tutorial davon machen, so gesehen. Aber nur wenn ihr Bock habt, schreibt es einfach in die Comments und dann sehen wir ja, ob ihr darauf Lust habt. Ja, oder gegebenenfalls eben nicht, ne? So, jetzt düsen wir, wie gesagt, erstmal Richtung Shop. Es hörte sich fast danach an, dass mir fast der Dingens ins Kreuz gefahren ist. Aber da ist nichts passiert. So. Wir fahren den schnellsten Weg, der ist links, also rechts rum.
Ja, wir würden nicht nur, sondern wir wollen tatsächlich auf alle Fälle die Rallye fahren, Leute. Also die Rallye steht definitiv auf unserem Arbeitsplan und ich denke auch, dass wir es diesmal schaffen werden. Das war ja die letzte Folge, die wir damals aufgenommen haben, war nun mal die Rallye-Folge. Und ja, sie ging leider komplett in die Hose. Und dann fing das ja in der Beta an mit der Kabelei und ich bin echt froh, dass sich das hier erledigt hat mit der Kabelei. Weil das war wirklich Arsch. Scheiße. Muss ich wirklich sagen, wie es ist? Es war scheiße. Es war nichts Lustiges dran, es war Kacke. Ganz einfaches Prinzip. Ich denke sogar, dass man mit dem Standardfahrzeug ganz gut durch die Rallye kommen könnte, wenn man nur die NOS-Einspritzung einbaut. Dadurch erhöht sich ja die Grundgeschwindigkeit nicht, aber die Beschleunigung erhöht sich enorm. Was natürlich dann den Vorteil hat, dass man in den unteren Gängen viel schneller nach vorne schießt. Damit könnte man meiner Meinung nach die Rallye gewinnen. Die Frage ist, ob das NOS-System auch im Stockauto mit unzureichender Kühlung dann funktionieren würde. Ich denke, das Fahrzeug würde nach der Hälfte der Rallye einfach gnadenlos überhitzen, stehen bleiben, qualmen, brennen, in Flammen aufgehen, oh, oder sonstiges. Meine Vermutung, ob das so ist, weiß ich nicht. Aber es könnte gut sein. So, jetzt düsen wir hier schön, vierter Gang. Was haben wir? 80 km/h. Ganz gemütlich hier über die Straßen und ich muss feststellen, dieses Fahrzeug liegt sehr gut auf der Straße. Hier sind wir abgeschossen in der letzten Rallye, geradeaus durch, gegen den Baum, Rallye vorbei, tot war das, glaube ich sogar. Dabei hätten wir nur noch hier um diese Kurve fahren müssen und da hinten wäre tatsächlich dann das Ziel. Naja, ich meine, man kann nicht alles haben. Wir sind nicht King Louis Louis Louis, sondern wir sind King Hubi 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 und deshalb können wir nicht alles haben, ne? Ja, wie geht's euch überhaupt? Wir haben ja lange nichts mehr voneinander gehört. Oh, der Brief will flüchten. Achtet mal rechts auf den Brief. Dieser Weg ist zwar härter, aber deutlich schneller als der normale Weg. So, hier geht's zum Flugfeld, da wollen wir nicht hin. Wieso ist hier eigentlich schon der Feuerlöscher drin? Die Stadt war doch dann hier rechts rum. Also wenn ich mich nicht irre, mussten wir hier rechts fahren. Das Utsch-Utsch-Auto existiert auch noch. Das ist sehr cool. Ja, die Grundgeschwindigkeit ist der totale Schrott. Definitiv. Irgendwie was ganz anderes. Ich hätte doch andersrum fahren müssen, glaube ich. Obwohl, im Normalfall fahre ich jetzt richtig. Jetzt bin ich total überfordert gerade. Ja, genau. Hier vorne kommt jetzt die City, da müssen wir rein. Gut, dann sind wir doch richtig. Ganz schön komplizierter Weg so rum. Jo, was ist mit dir los, Junge? So, hier mit unserem wunderschönen
Miles Samaka Deluxe, nix sagend. Unterwegs zu sein ist schon sehr episch. So. Den Brief werden wir jetzt hier vorne in den Briefkastenschlitz einwerfen. Und dann ist er abgeschickt. Somit hat sich die Sache schon mal erledigt. Guten Tag. Ich würde gerne was kaufen, und zwar ein paar Würstchen. Pizza mag ich nicht so. Chips auch nicht. Milch auch nicht. Ein paar Farbdosen. Und zwar... was kaufen wir? Ich möchte einmal gelb kaufen. Komm. Schönen Tag, Jung. Machet gut. Jo, ciao. So. Die Tüte machen wir jetzt einmal im Kofferraum ganz kurz auf. Ja, genau das wollte ich nämlich vermeiden. Dass mir jetzt hier alle Würstchen auf dem Boden liegen. Das ist schon sehr unappetitlich und mit Hygiene hat das auch nichts mehr zu tun. Aber ich wollte gerne, dass wir unser Fahrzeug vorübergehend in gelb lackieren. Warum in gelb? Weiß ich gar nicht, aber ich hatte gerade den Gedanken, so ein gelbes Auto hatten wir noch nicht. Und ich meine, es ist jetzt nicht hässlich, ne? So. Wir sind jetzt offiziell bei der Deutschen Post. Ha, schöne Hupe, muss ich zugeben. Hupe gefällt mir sehr gut. Sag mal, was ist eigentlich kaputt mit den Zweien? Welche besondere Aufgabe haben die eigentlich hier in dem Spiel? Außer da zu sein, also eine Daseinsberechtigung oder so. Mann, Mann, Mann. Ist ja grausam mit denen. So, das Postomobil ist wieder unterwegs. Ich weiß nicht, die Dimensionen von den Außenspiegeln passt auch irgendwie nicht zum Rest des Fahrzeugs. Ich möchte mich da jetzt irgendwie ungerne zu weit aus dem Fenster lehnen, aber meiner Meinung nach passt das vorne und hinten nicht. Ist jetzt nur meine Meinung, ja? Kann ja gut sein, dass das normal ist, aber das sieht schon komisch aus. Vor allen Dingen haben wir rechts gar keinen Spiegel. Wo ist unser rechter Spiegel? Haben wir den jetzt irgendwann abgeschossen? Das wäre mir neu. Ich glaube, er hat gesagt, er war gar nicht da. Ja, schön. So, wir werden gleich die ersten Maßnahmen vornehmen. Bedeutet, wir werden das Auto vorbereiten für die Tuning-Maßnahmen, die jetzt demnächst kommen werden. Bedeutet, wir werden... das Fahrzeug teils umrüsten schon. Wir werden Sitze ausbauen, wir werden Sachen ausbauen, die wir einfach nicht benötigen. Das ist einiges und das wird auch einiges sein, was wir rausschmeißen. Aber ich bin mal gespannt, was das letztendlich ergeben wird. So, ich beschleunige mal voll. Einfach nur mal Interesse halber. Okay, die anderen Knöpfe sind immer noch nicht belegt. Die müssen wir mal mit und mit belegen. Wir fahren jetzt 130 km/h. Langsam, aber sicher sind wir bei 140 km/h. So, sind wir jetzt. Sehr schön. Ja, also... Ihr wisst selber, wie unser Fahrzeug abgegangen ist.
150 km/h erreichen wir jetzt gleich irgendwann mal. So, die 150 stehen auf der Uhr. Noch nicht ganz. Wir entfernen uns von der 150. Ganz dezent aber nur. Also wirklich tun, tut sich da nichts mehr, glaube ich. Ah, jetzt haben wir die 150 km/h. Fährt sich immer noch sehr sauber, sehr ruhig. Sehr guter Wagen, muss ich zugeben. Also sehr, sehr, sehr gutes Safe-Game. Aber wie gesagt, Leute, das bekommt ihr auf jeden Fall noch nachträglich nachgereicht. Boah, ich hasse Sommer, Leute. Was war das für ein Geräusch? Ich habe mich gerade so dermaßen erschrocken, Leute. Das hörte sich an, als ob neben meinen Ohren gerade ein Zug fahren würde. Also der ist wahrscheinlich gerade da lang gefahren, hinter der Mauer aus. Gut, wir werden mal langsamer. Diese Überhitzung hält der Motor einfach nicht aus. Wir hören es ja schon. Er war schon am Ballern vorne. Haben wir einen Choke eigentlich noch drin? Nein. Also für diese Art und Weise der Belastung ist das Auto nicht ausgelegt. Kein Stück. Was natürlich schade ist, aber auch verständlich. Es ist ja jetzt ein normales Auto und kein Tourenwagen oder so. Der Vorteil ist eigentlich an der Standardfederung, dass sie relativ hoch ist und eigentlich gerade für dieses Gelände hier perfekt ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn wir diese normale Federung drin lassen, haben wir einen enormen Erfolg bei der Rallye. Ich kann mich da auch vertun. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Nur wir zusammen können die Rallye schaffen. Bedeutet, ich brauche echt eure Hilfe, Leute. Vielleicht habt ihr auch Tipps für die Rallye. Ich meine, die Federung ist härter. Das merkt man an der Fahrzeugbewegung. Aber diese Kettensäge ist so grausam. Vor allen Dingen verfolgt sie uns gerade irgendwie. Aber super. Ganz oft aber M. Wir können ein Trinkspiel starten. Jedes Mal, wenn Herbert aber M sagt, müsst ihr einen kurzen trinken. Das wird lustig, aber M. Nein, also nur zusammen haben wir die Chance, die Rallye zu gewinnen. Das heißt, ich brauche eure Tipps, ich brauche eure Tricks, ich brauche eure Einstellungen oder, die uns einfach zum Sieg führen. Das heißt, ihr könnt, wenn ich jetzt demnächst anfange, hier den Wagen auseinander zu frickeln, könnt ihr in den Kommentaren bitte eure Meinung hinterlassen. Das heißt, das Fahrzeug wird hier kernsaniert und zwar entkernt. Wir werden hier gleich ordentlich dran rumrodeln und alles Mögliche aus diesem Auto rausreißen. Ich meine, das habe ich zwar schon oft gesagt, aber wir werden es tun. Und zwar fangen wir nächsten Part damit an. So, wir werden uns hier draußen schön hinstellen, weil in der Garage ist echt wenig Platz dazu. Wir werden alles ausmachen, die Handbremse voll reinziehen. Alle Verbraucher sind aus und somit haben wir einfach die Möglichkeit, jetzt schön anzufangen. Mit dem, was wir letztendlich vorhaben. So, ich lasse es jetzt einfach mal klassisch aussehen und wir machen noch die Motorhaube auf, dann sieht es eigentlich ganz cool aus. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Leute, bleibt mir seid. Danke fürs Zusehen. Das Postauto lässt grüßen. Tschüssikowski, macht's gut. Ciao.